Guten Tag, Schiff mit Matrosen von Holbein. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview zur Verfügung gestellt haben. Guten Tag, Frau Fissmann. Ich muss Ihnen danken. Nur dank des Interviews bin ich hier in den Studiensaal gebracht worden. Als Zeichnung bin ich sehr lichtempfindlich. Deshalb lebe ich hauptsächlich im dunklen Depot und zeige mich nur selten. Aber kommt das denn nicht häufiger vor, dass Sie herausgeholt werden? Oh, vielleicht einmal im Jahr komme ich raus. Das wundert mich jetzt doch aber sehr. Es ist nämlich ganz unkompliziert. Man muss nur Bescheid sagen und dann werden Sie herausgeholt. Und Sie sind doch sicherlich auch sehr gefragt. Sie sind einer der bedeutendsten Holbeins. Oh, das ist nett, dass Sie das sagen. Ich freue mich jedes Mal unglaublich, wenn ich an die frische Luft komme. Auf mir sind so viele wichtige Informationen zu finden. Aber nach kurzer Zeit hier im Studiensaal möchte ich auch wieder heim ins Depot. Das verstehe ich gar nicht. Hier ist doch schön. Warum wollen Sie wieder zurück? Das verstehen Sie nicht. Besonders bei Schulklassen wird mir unwohl. Wenn all die Kinder mich anschauen, die Gelage auf mir, die halbnackte Frau, die Säufer, der Mann, der sich übergibt. Beschämend. Ich würde mich am liebsten bedecken. Aber Sie müssen sich doch dafür nicht schämen. Also Holbein hat das Gelage doch als Warnung gemalt. Und das Narrenschiff, das auf Ihnen zu sehen ist, ist doch bildlich gemeint. Also heißt so viel wie, man soll nicht vom rechten Weg abkommen. Und ich denke, damals haben die Menschen das auch sehr gut verstanden. Aber jetzt zu etwas anderem. Es ist doch ein wirklich großer Glücksfall, dass es sie überhaupt noch gibt. Eine Zeichnung, die fast 500 Jahre alt ist, das gibt es doch nur noch sehr, sehr selten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Darauf bin ich sehr stolz. Dass ich als kleine, einfache Zeichnung all die Zeiten überdauert habe. Man vermutet ja, dass ich nur gezeichnet worden bin als Vorlage für ein Wandgemälde. Normalerweise hätte man mich, als das Gemälde fertig war, weggeworfen. Das ist ja zum Glück nicht passiert. Warum eigentlich nicht? Naja, irgendjemand fand mich schon damals so besonders, dass er mich aufgehoben hat. Sogar koloriert hat man mich vermutlich im Nachhinein. Und nun gibt es mich immer noch. Und das Wandgemälde, für das ich geschaffen worden bin, hat die Zeit nicht überdauert. Aber was Sie vorhin gesagt haben mit dem Narrenschiff, das stimmt nicht ganz. Was stimmt daran nicht? Naja, auf der einen Seite stimmt es schon. Mein Erschaffer Hans, Holbein, hat mich wohl gezeichnet, um vor einem lasterhaften Lebensweg, dem sogenannten Narrenschiff, zu warnen. Auf der anderen Seite haben die Szenen auch einen wahren Kern. Alles, was man auf mir sehen kann, ist sehr nah am damaligen Alltag an Bord eines Schiffes. Der Alltag an Bord eines Schiffes damals, muss ich ganz ehrlich gestehen, kann ich mir nicht so gut vorstellen. Wie war das? Ist mir ein wenig unangenehm, darüber zu sprechen, aber da muss ich mich überwinden. Ich bin schließlich eine wichtige Quelle. Das Schiff auf mir ist eine Galeone, dafür geschaffen, über die Ozeane zu segeln. Die Mannschaften waren oft monatelang unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen. Die Menschen lebten auf engstem Raum. Es gab Revolten, Terrorherrschaft. Es stank übel nach Fäkalien. Bei Überfahrten gab es beinahe jeden Tag Tote, wegen Seuchen, wegen Mangelernährung. Und bei all dem kam dann heraus, was man auf mir sieht. Im Großen und Ganzen haben Sie es ziemlich krachen lassen und man sieht ein Gelage? Genau. Weil das Wasser schnell faulte, gab es oft eine Art Bier zum Trinken. Auf manchen Schiffen, wie bei mir, gab es Prostituierte an Bord. Jedes Schiff hatte Soldaten zum Schutz, die sich gelangweilt haben, Musik gemacht, getrunken und gehurt. Und all das sieht man ungefiltert auf mir. Wie peinlich. Aber das muss Ihnen doch nicht peinlich sein. Sie können geradezu stolz sein. Sie sind so ein wichtiger Zeitzeuge. Ja, stolz, ja. Stolz bin ich. Und ich muss über die Zeit damals immer wieder reden. Aber wenn ich das tue, dann ist es mir unangenehm. Das zehrt. Auch jetzt bin ich ganz erschöpft. Ja, ich möchte Sie auch nicht weiter quälen, aber vielen Dank, dass Sie mir so viele spannende Geschichten erzählt haben. Gerne. Oh, da werde ich schon abgeholt. Wie schön. Zurück in mein vertrautes Depot, da erhole ich mich. Ahoi, ahoi.